Herzlich willkommen, mein Name ist Kevin und wir spielen World of Tanks erneut. Ich habe mir jetzt hier den IS-3 vorbereitet. Nachlade für Großkaliber, Ansätze für Großkaliber, Schärenfernrohr und entspiegelte Optik. Sehr nützlich beim IS-3, soweit wie möglich schauen können. Schlüssel zum Erfolg. Springen wir gleich ins Gefecht. Okay, was sehen wir hier? Erfahrene Spieler. Gut, der M103, der hat 3000 Gefechte, hat aber sehr gute Erfolge, 52% mit seinen M103. Ja, wir können da ein bisschen besser trumpfen. Wie sind unsere Chancen laut Statistik? 49%. Ach, ich denke, das Ding rocken wir. Schauen wir mal, wie unser Team sich schlägt. Ich werde auf jeden Fall die linke Flanke schützen, da ich unten über den Strand ungern fahre. Okay. Ein IS-3 folgt mir. Und das scheint fast ein bisschen wenig. Also ich brauche da drüben schon drei Leute. Da muss man mit starkem Widerstand rechnen. Also ich werde versuchen, mir hier unten als erstes den IS-3 zu schnappen. Solange ich noch nicht gespottet bin, geht das. Der ging aber weit daneben. Also die Kanone ist sehr ungenau heute. Okay, er ist getrackt. Jawohl. Da drüben passiert was. Okay, das versuche ich jetzt nicht länger. Hier steht man ziemlich geil. Was ist denn das? Ein Tiger P? Er dürfte nicht durchkommen. Sage ich doch.
funktionstüchtig. Los geht's. Okay, und jetzt nichts wie raus aus der Senke hier. Das ist nach hinten losgegangen. Ja, der M103, der hat mir eigentlich eher nicht so Sorgen gemacht, okay. Habe ich unterschätzt. Gut, springen wir aus diesem Gefecht raus. Das werden wir wohl verlieren. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Dann machen wir... Die wollten doch eigentlich aufhören. Gut, eine IS-7-Runde. Vorhin lief sie sehr gut. Sehen wir, was sie jetzt bringt. Auf jeden Fall haben wir auf der Gegnerseite sehr starke Spieler. 22.000 Gefechte, 14.000 Gefechte, 10.000 Gefechte. Das sind sehr erfahrene Spieler. Das wird nicht einfach. Das heißt, wir müssen hier sehr, sehr taktisch vorgehen, sehr gut im Teamplay. Tja, und da wir hier über World of Tanks reden und über Standardgefechte und ich ohne Zug bin, ja nun. Der IS-8 weiß noch nicht so richtig, wo sie hin sollen. Der T-62A kriegt von mir Rückendeckung. Ein Batchat nähert sich uns. Und ich würde sagen, wir fahren diesmal nicht hier durch, weil genau das erwarten sie. Und da macht der der T-62A schon den ersten Fehler. Wichtig bei World of Tanks immer einen Punkt suchen, wo man hohe Deckung hat. Und niemals, niemals alleine spielen. Es sei denn, man hat einen sehr schnellen Panzer. Und man ist im Zweikampf. Ich sehe noch keine Gegner. Ich werde auf jeden Fall schon beschossen. Ich rede jetzt einfach mal ein bisschen weniger, weil ich mich hier ein bisschen konzentrieren muss. Also man sieht schon, das sind sehr starke Spieler hier.
Okay, wir werden aus jeder Richtung hin beschossen. Ich ziehe mich jetzt eher ein bisschen zurück. Weil das macht keinen Sinn jetzt hier. Ich kann den Foch leider nicht sehen. Ja, das ist jetzt alles sehr zum Nachteil von uns. Da kommt ein Bad-Chat und ich werde mich einen Scheiß tun. Das ist sehr schlecht. Also ich weiß auch nicht so recht, wo ich jetzt hinfahren soll, weil die Kanone verzieht, ey, das ist unglaublich. Ich höre irgendwas. Okay, jetzt wissen Sie, dass ich da bin. Na komm, E75, trau dich. Kette wieder funktionstüchtig, los geht's! Oh, ich komme mit dem Ding nicht weg. Kriegst einen auf den Sack, mein Freund. Mal sehen, ob ich einen Knall. Okay, was haben wir jetzt hier noch?
ein Foch, E100, E50 und ein T100, E4 sind natürlich sehr starke Gegner. Habe ich ihn gekillt, ne? Ach so. Ja. Gut, der Foch hätte mich spätestens erwischt. Aber 3250 Schaden, das ist gut. Schauen wir mal, wie wir in der Platzierung sind. Ja, auf dem dritten Platz. Ja. Das war schon okay. Wir haben trotzdem, obwohl wir 45.000 haben, haben wir mit Premium minus 1.300. Ja, naja, gut, das sind die Verbrauchsmaterialien. Ne? Fahrzeug zerstört, Munition. Naja, das macht sich bemerkbar. Nun gut, das war ein spannendes Gefecht, will ich mal sagen. Gerade gegen den TD, das war jetzt schon ganz schön heavy für mich. Gut, danke fürs Ansehen und dann, man sieht.